In den letzten Tagen hatte ich ein sehr schönes Telefonat mit einem älteren Bruder, ja, einem echten Freund in der Schweiz. Es ist der ehemalige Rabbiner hier in Augsburg, Henry Brandt, der seinen Ruhestand mit seiner Frau in der Schweiz verbringt. Und staunend haben wir voll Freude festgestellt, dass diesmal unsere großen Feste zusammenfallen. Er feiert mit seiner Familie gerade Pessach und wir steuern auf den Höhepunkt des Kirchenjahres zu, Ostern. Die drei österlichen Tage von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag bilden ja auch bei uns liturgisch eine Einheit. Es ist Pascha, können wir sagen, Vorübergang des Herrn. In der jüdischen Familie ist es bei der Pessachfeier üblich, dass das jüngste Glied, der Knirps in der Familie, den Hausvater fragt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen? Und der Hausvater erzählt dann Geschichten. Geschichten, die aufgezeichnet sind im Alten Testament, dem ersten Bund, den der Herr, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das fängt an mit der Schöpfungsgeschichte, geht über das Buch Exodus hinaus bis hin zu den Propheten, die den Messias erwarten, bis heute. Es ist Pascha, Vorübergang des Herrn. Auch wir feiern diesen Vorübergang des Herrn in Corona-Zeiten, auch in der Pandemie. Geht der Herr vorüber in dieser Zeit? Packen wir diese Gelegenheit beim Schopf, um ihm näher zu kommen. Und wir fügen, im Gegensatz zu unseren jüdischen Freunden, noch eine Geschichte hinzu, nämlich die Ostererzählung, wie Jesus den Seinen erscheint. Sie können ihn nicht greifen, aber sie spüren, dass er da ist. Ja, sie erfahren, dass der Auferstandene ihr Kreuz belebt. Und wir haben alle Kreuze zu tragen, auch in diesen Tagen über Ostern hinaus. Aber indem der Auferstandene das Kreuz belebt, durchkreuzt er unser Leben. Lassen wir unser Leben von ihm durchkreuzen. Vielleicht gewinnt es eine ganz neue Richtung. Dann singen wir nicht nur Halleluja, dann haben wir für unser Leben ein ganz neues Vorzeichen. Ja, er, der mein Leben durchkreuzt hat, er hat mein Kreuz belebt. Das wünsche ich Ihnen allen zu diesem denkwürdigen Osterfest 2021. Bleiben wir miteinander unterwegs.